Wir starten hier gleich in der Auftragserfassung von LabLoad. Hier kann der Zahnarzt zum Beispiel direkt im Behandlungszimmer, wenn der Patient noch im Stuhl ist, den Auftrag fürs Labor schreiben. Es werden die Patientendaten ergänzt, sowie ein Auftrag geschrieben und es können Termine zum Beispiel für die Anprobe oder für die Fertigstellung eingetragen werden. Auf der rechten Seite können Dateien hochgeladen werden, wie zum Beispiel Patientenfotos oder auch Intraoralscans. All diese Patientendaten werden verschlüsselt auf dem LabLoad-Server abgelegt und können im Nachhinein vom Labor wieder entschlüsselt in Empfang genommen werden. Ich starte jetzt den Upload und die Daten werden nun hochgeladen und verschlüsselt. Im Anschluss bekommt das Labor eine Bestätigungs-E-Mail, dass ein neuer Auftrag eingegangen ist. Und in der Auftragsübersicht des Labores erscheint der Auftrag, der soeben von der Zahnarztpraxis abgeschickt wurde. Dieser Auftrag kann nun akzeptiert werden und kann sofort an das OLAP, an die OLAP-Auftragserfassung weitergesendet werden. Die Daten werden nun entschlüsselt und in das Auftragsformular übersendet. Nun öffnet sich das Auftragsformular von OLAP. Auf der linken Seite wurden alle Daten übernommen, die der Zahnarzt eingetragen hat. Unter den erweiterten Angaben finde ich auch das Zahnschema, was ausgefüllt wurde, sowie alle Informationen, die auch in das Zusatzfeld eingetragen wurden. Die Terminplanung wurde ebenfalls übernommen. Die beiden Termine, also der erste Anprobentermin und auch die Fertigstellung, wurden übernommen. Auf der rechten Seite sehe ich, dass für diesen Patienten bereits ein Kostenvoranschlag vorliegt. Diesen kann ich auch gleich übernehmen. Nun muss ich lediglich eine Kategorie ergänzen und den Auftrag abspeichern. In diesem Auftrag, der nun im OLAP-System gespeichert ist, befindet sich nun der Intraoralscan, der übermittelt wurde, sowie die Abrechnung aus dem Kostenvoranschlag und auch das Bild vom Patienten, was mit übermittelt wurde.